Hallihallo miteinander. Heute möchte ich mit euch die vierte Karte machen von meiner Kooperation mit Coco Rosa Studio. Und zwar mit dieser Standschablone. Ich muss ja sagen, dass die linke, diese Seite hier, die ließ sich ohne Probleme ausstanzen und auch alles ging prima raus. Bei der Seite hatte ich echt Probleme. Ich weiß nicht, warum die eine Seite gut ging und die andere nicht. Will ich euch aber nicht verheimlichen. Keine Ahnung, woran das lag, weil die sind ja irgendwie eigentlich ja zusammen. Aber die Seite ging easy peasy, die nicht. Ich habe die zusammengelassen und habe es dann danach, also zuerst habe ich sie zusammen, die ist ja zweigeteilt und die war hier zusammen und dann habe ich sie zusammen auch mit durch meine Papus gestoben und wie gesagt, die Seite ging gut. Ich habe auf beiden Seiten noch einen klitzekleinen Rand gelassen, den ich jetzt quasi als, den habe ich dann gefalzt hier. Und damit die Tür auch aufgeht, habe ich das jetzt so gemacht. Auf jeden Fall, die Seite ging super, die jetzt nicht so toll. Ja, wollte ich euch nur mal gesagt haben. Da musste ich, hier ging einmal hin und zurück ohne Probleme. Bei der habe ich dann noch mal sie hinterher angelegt und habe sie noch mal hin und zurück gemacht. Dann ging es aber eigentlich, wie gesagt, das war etwas mühsamer. Liegt vielleicht am Papier. Das ist sehr starkes Kraftpapier. Das ist das von, wie immer, von Action. Ich zeige es euch, Moment. Und zwar aus diesem Block. Und davon das dicke Kraftpapier. Also es ging nicht gut. Nicht so locker flockig wie vorher. Jetzt war mein Plan, dass ich die denn hier so drauf mache. Auch auf Kraftpapier. Mal gucken, ob ich das auch mache. Ja. Und dann wollte ich das hier noch dahinter machen. Und das klebe ich mal als erstes hier so drauf. Und dann inke ich das noch ein bisschen. Ja, das erste Mal von den, jetzt die vierte Schablone, die ich benutze und die ging, wie gesagt, nicht so locker, flockig, easy peasy wie die anderen. Also musste ich euch das natürlich auch sagen. Trotz allem ist es ja eine super schöne Standschablone. Jetzt hoffe ich, dass ich auch eine schöne Karte damit mache. Und ja, wir gucken mal, ne? Oder, ja, ihr seid ja dabei, könnt es sehen. Hatte erst überlegt, ob ich die Karte jetzt gänzlich ohne euch mache, nachdem ich es gestanzt habe. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist ja wieder perfekt und typisch für mich in meiner Pleiten-, Pech- und Pannen-Serie. Nein, so schlimm ist es nicht. Also, wie gesagt, es war halt nur mühseliger als die anderen. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht, weil ich jetzt ein bisschen verwöhnt war. Einmal umdrehen. Also ich habe dann auch das benutzt und habe es da drauf gelegt, damit es besser rausging. Aber es war, wie gesagt, mühseliger als sonst. Und dann benutze ich mal hier die von Craftelier und nehme mir einen neuen. Orangen, weil ich dachte, ich mache hier auch ein bisschen Orange. Dann nehme ich dieses und Moment. Und wieder von dem oder diesen. Ich könnte natürlich auch ein bisschen an die Leine nehmen. Und hier unten ist das, was ich gesucht habe. Also ich habe hier mehrere zur Auswahl. Ich dachte, ich mache hier
Pinselchen. Es kommt natürlich wieder eine meiner Katzen hier angewackelt, um mir zu sagen, hey, ich bin auch noch da. So, jetzt nehme ich mal. Ein bisschen. Pinselchen. Na, mein Süßer. Das ist jetzt der rotgetigerte. Wahrscheinlich wollen sie alle mal Fame sein. Und kommen deswegen immer, wenn ich ein Video mache. Mein Hund liegt natürlich auch wieder hier. Aber der liegt ganz brav an der Seite. Und will hier nicht ins Fernsehen. So. Hier muss ich mal noch ein bisschen Klebe drauf machen. Und hier drin ist der Kleber. Na, mein Süßer. Komm mal ein Stück näher. Da, da ist er. Das ist Pinsel. Pinsi, ja, ich habe dich sehr lieb. Ich bin aber gerade beschäftigt, Süßer. Das ist ja Babos, ne? Ja, dachte ich mir. Ist es bei euch, ja, ich weiß, bei euch ist das auch so, ne? Für die, die Katzen haben, denken sich, ja, kennen wir. Alles klar. Machen unsere auch immer. Pinselchen. Süßer, du bist mir ein bisschen groß. Der ist nämlich deutlich größer als der andere. Ja, Süßer. Pinsel, du Bild. Ja. Was soll ich sagen? Und dann nehme ich mal dieses hier. Das ist mir jetzt ein bisschen zu gelb-orange-lastig. Ja, schon besser. Na, Pinselchen. Der schnurrt immer besonders laut übrigens. Vermute mal, ihr hört es. Pinsel, das kannst du nicht essen. Das ist kein... Das ist nichts Grünes. Er ist der Vegetarier unter unseren Katzen. Er bringt immer Gras und Blumen mit nach Hause. Nein, inzwischen jagt er auch, aber nicht so ausgiebig wie alle anderen. Immerhin haben wir kein Mäuseproblem. Und ja, die Türschützer unter uns denken sich bestimmt, die armen Mäuse. Aber ich gestehe, ich habe sie lieber nicht im Haus als von daher. Na, Pinselchen, mein Süßer. Jetzt hast du gleich braune Pfötchen, wenn du hier nicht bisschen aufpasst, nicht, dass er jetzt hier mir das Video ausmacht, weil er nämlich auf meiner Maus rumtapert und ich das nicht merke und hier die ganze Zeit rede. So, Pinselchen, mein Süßer, du musst jetzt du musst jetzt leider mal runtergehen. So. So. Oh. So. Mit Untermalung von was hat er mir hier? Ein Zweig. Das ist natürlich die Frage. Ist es dann gut zu sehen? Muss ich das da drunter noch ein Ticken dunkler machen, damit es sich ein bisschen besser abhebt? Oder ist das schon... Na, ich mache es noch ein Ticken dunkler. Mit dem hier. Überall gleich. Dafür bin ich jetzt wieder schmutzig wie sonst was. Und dann muss ich doch mal gucken. So, so ist es ja eigentlich ganz schick, ne? Achtung, ich muss mal aufstehen. Und dann
werde hier noch. Ich habe ja noch diese Rub-Ons. Ich glaube, ich mache da noch eine Feder rein. Hier diese hier, die finde ich schön. Die habe ich übrigens bei Craftelier bestellt. Ich verlinke sie mal. Als ich sie bestellt habe, waren sie gerade im Angebot. Was sie jetzt nicht mehr ist. Also die haben nur 2 Euro gekostet. Jetzt kosten sie 2,40. Ist natürlich auch nicht unbedingt die Welt, ne? Kann ich euch verlinken. Und natürlich stelle ich euch auch wieder in die Infobox den Rabattcode rein, den ihr haben könnt von Coco Rosa Studio. Sind 25%, wenn ihr den nutzen möchtet, wenn ihr dort bestellen wollt. Die haben auch oft Angebote bis 70%. Dann da natürlich nicht meinen Code benutzen, sondern die 70% Sachen kaufen. Und am Ende an der Kasse gebt ihr dann den Code von mir ein und dann habt ihr die 25%. Ihr könnt mir gerne mal in die also unten reinschreiben, als Kommentar lassen, ob ihr schon mal bei Coco Rosa bestellt habt. Ob ihr da schon Sachen von habt und wenn ja, wie ihr sie findet. Also auch wenn es heute etwas mühselig war. Entschuldigung, das habt ihr gar nicht. Habt ihr das jetzt gesehen, was ich hier geschnippelt habe? Ich habe das, glaube ich, zu weit aus dem Bild gehabt. Entschuldigung. Während ich jetzt geredet habe, habe ich hier geschnitten und da macht sich das wieder bemerkbar, dass ich nicht gut sehe, weil hier ist ein Zippel drin, den ich eigentlich da nicht drin haben möchte. Ja, so ist es. Und den Vogel will ich auch noch. Ich glaube, ich muss besser aufpassen, dass ich auch im Bild bin, weil ich habe meine Kameraeinstellungen einen Ticken verschoben. Und deswegen muss ich da jetzt immer darauf achten, dass ihr auch im Bild seid. Das Vögelchen finde ich auch noch ganz niedlich. Den mache ich auch doch mit rein. So. Und der hat sich hier auch reingeschmuggelt. Mal gucken, ob der auch dazu kommt, wenn er hier schon so zeigt, ich will dabei sein. Einmal kurz ein bisschen Wasser. Meine Hände sehen echt toll aus. So, dann muss ich mal kurz gucken, wo der hinkommt und wie ich am besten den Vogel platziere. Oder mache ich nur den Vogel dahin? Ich glaube, nehme nicht das. Das ist doch ein bisschen groß. Dann will ich jetzt mal den Vogel zuerst nehmen. Wenn ich es denn abkriege. Mann, Mann, ah! Jetzt habe ich es. Und dann setze ich den Vogel hier auf die Noten. Ausgesetzt, man sieht es nachher überhaupt. Ich habe mir jetzt noch welche bestellt, die habe ich aber aus Amerika bestellt. Also das dauert leider bis Mitte März, bis die kommen, also diese Rub-Ons. Und das nächste Video ist übrigens mit diesem wunderbaren, riesengroßen Ahornblatt. Die immer mitgucken, wissen das, was ich meine. Von Coco Rosa Studio zeige ich euch gerne gleich auch noch. Das geht. Ah, okay, das geht gerade nicht gut. Wahrscheinlich wegen dem Distressoxiden, dass das jetzt der Schwanz nicht so richtig ab wollte. Mal, dass es jetzt alles dran ist.
So, jetzt haben wir hier noch ein kleines Vögelchen. Ja, da kommt ja auch noch dazu, ne? Oder machen wir doch den? Ich mache die Feder jetzt doch dahin. Bei uns stürmt es übrigens gerade mal wieder. Regen und Sturm und eklig. So, da kommt er hin. Wie ist denn bei euch das Wetter? Ich meine, gut, es ist ja Winter. Bei uns ist ja nicht Winter mit Schnee und so. Bei uns heißt ja Winter 10 Grad und Regen. Aber die letzten Tage waren es doch deutlich kälter, denn war ein Tag, wo es wirklich super schön und sonnig war, so dass ich meine Wäsche draußen auf der Terrasse getrocknet habe. Das fand ich echt toll. Die Grund, also der, die Breite hier ist 10 mal 14 und ich habe 10,5 genommen, damit ich halt, wie gesagt, hier die kleinen Nupsis noch an der Seite habe, weil ich denke, dann geht es besser auf und zu. Ich teste das gleich. Ihr seht es ja. Ob das eine gute Idee war, ansonsten beim nächsten Mal einfach ganz normal. Also es wird nicht die letzte Karte sein, die ich damit mache. Und wenn ich denn eine andere noch mache, die zeige ich euch dann auch, dann bin ich mal gespannt, ob das mit dem Schneiden an diesem sehr dicken Kraftpapier lag. Also, aber die linke Seite ging prima, nur die rechte war ein bisschen störrig. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich sehe ja in den Analytics immer, dass die Leute die Videos nicht komplett sehen. Meistens sind so 5 Minuten, egal wie lang das Video ist, skippt ihr vor, macht ihr das im Schnelldurchlauf. Also ich bin ja eine von denen, die die Videos immer ganz gucken. Aber ich skippe auch mal vor, wenn ich jetzt, wenn so bei so Sachen wie dem, was ich hier mache, weil es ist ja schon ein bisschen langweilig und nicht immer ist es vielleicht so mega spannend, was ich so von mir gebe. Und dann mache ich auch schnell Durchlauf. Aber mich wundert es halt wirklich immer, wenn ich sehe, so 5 Minuten bei Videos, die 20 Minuten sind. Ich weiß natürlich nicht, wie der Algorithmus davon YouTube zählt. Ich finde das keinen sehr guten Schnitt, aber ich habe keine Ahnung, ob das bei anderen auch so ist oder ob das nur bei meinen Videos so ist. Ob ich zu viel labere, man weiß es nicht, also ihr wisst es, ich nicht. Also ich weiß schon, ob ich viel rede, aber nicht, ob es euch nervt, dass ich viel rede. Ich gucke mir auch Videos an, wo dann das im Schnelldurchlauf ist. Warum gibt es jetzt hier nicht rauskommen? Ah, jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Wo dann Video, also Musik ist, weil die nicht wie ich die ganze Zeit labern, sondern das dann mit Musik unterlegen. Da mache ich dann den Ton generell weg, weil die Musik meistens nicht so toll ist. Und mach's dann auch von Schnelldurchlauf. Weil eigentlich mag ich das ja, wenn die Leute reden. Ich finde das interessant, was man erzählt beim Basteln. Ich mache jetzt übrigens nur den Kleber von meinen Fingern hier außerhalb der Kamera. Und hör mir das auch gerne an, wenn die Leute dann irgendwas erzählen. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen seltsam. Man weiß es immer nicht. So. Jetzt gehe ich mal hier an den Rand und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht so weit auseinander mache. Also die Größe habe ich ja dem angepasst.
festhalten. Gucken. Ja, passt. Ich habe jetzt übrigens extra kein Tombow genommen, weil wenn ich was daneben, weil das ja sehr dünn ist, dann klebt der Tombow ja. Der wird ja, wenn er trocken ist, ist er ja klebrig, was natürlich praktisch ist, weil man dann auch noch Folie und so eine Sachen drauf machen kann. Aber nicht praktisch ist, wenn man hier eine Karte hat, wo halt das nicht kleben soll. So, jetzt drehe ich das mal vorsichtig um und gehe hier noch mit dem Falzbein rauf, damit es wirklich fest ist und hoffe, dass ich jetzt, nee, habe ich nicht, dass ich keinen Ast umknicke, während ich hier auf der Rückseite das nochmal festmache. So, dann habe ich gleich die Karte fertig und bin gespannt, wie sie euch gefällt. So. Ich dachte ja mal, so ein bisschen Vintage-Look könnte ja mal ganz nett sein. Das könnte man ja tatsächlich auch noch als Trauerkarte nutzen, ne? Wenn man hier unten noch einen Spruch reinmacht. Also ich mache ja, wie ihr schon oft, aber ich sage es immer wieder, für die, die vorher meine Videos nicht geguckt haben, ich mache den Spruch immer erst rein, wenn ich weiß, wofür ich die Karte nutze. So. Ich bin gespannt, wie findet ihr die Karte? So wie ich es jetzt gemacht habe, kann man es halt aufklappen. Könnte es natürlich sonst auch ein bisschen fixieren, aber ich finde es ganz schön so. So, und dann mache ich sie noch auf einen auf. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich nehme. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Karte gefällt. Und wir sehen uns. Tschüss.